Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 69 und unser TomTom schickt uns eigentlich nach die Kreischergeister zu töten. Die sind aber in Feralas. Ich würde sagen, das lassen wir einfach mal gekonnt und löschen die Quest, weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust, jetzt nach Feralas zu reisen. So, stattdessen machen wir was anderes Tolles und laufen nach hier unten. Da gibt es nämlich eine tolle Killquest. Mit Ogern bin ich. Nee, nicht Ogern. Das sind so komische, die sehen aus wie Sumpflinge. Das ist ganz cool. Vorher. Ich muss gerade gucken, ob wir hier schon kirschen können. Ich meine, das dürfte gar kein Problem sein. Aber gucken wir noch mal. Da fällt mir wieder ein, ich wollte eigentlich einen Laden und Munition kaufen. Ja, kein Problem. Dickes Leder. Ansonsten, ich glaube, 8 Leder brauche ich dafür. Wir haben, oh ja, wir haben ganz viel. Würde ich sagen, das gleiche nachher ein bisschen mit den Taschen, die kann man nämlich auch verkaufen. Ganz toll, bestimmt. Kann ich mir gut vorstellen. Das dicke Leder ist nicht schlecht. Ich denke mal, das sind Blümchen, aber das sind einfach nur. Was ist da denn los? Ein dicker Ork mit 50. Das war nicht der Plan. Bestimmt irgendwas. Ach so. Ich sehe die Wildtiere am Töten. Bestimmt für irgendeine doofe Quest. So, wir müssen da unten rein. Da können wir theoretisch auch rein, aber ich glaube, die sind 50 oder so. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Na gut, wir sind für 47. 73. Aber trotzdem, die sind doch noch was knackig. Und ich meine, hier gibt es auch irgendwo noch eine andere Quest, wo man so Sandproben so legen muss. Die auch mal gemacht. Wenn da irgendwelche Ruinen war das. Ich glaube da. Oder hier? Alles gleich aus. Wüste ist bestimmt auch furchtbar. Aber ich kann, glaube ich, auch nicht in so Wüstenländern leben. Es ist viel zu warm für mich. Und zweitens, überall Sand. Das ist ja gar nicht so meins. Zack, zack. Ja, ich habe natürlich. Oh, ich bin nicht tot. Und dann vorgelegt. Schön. Denke ich bald auch wieder ein Level ab. Da war jetzt 47. Okay.
Ja, gut, von unserer drei, ich glaube, wir schaffen das hinten noch. Ohne Probleme, so. Oh nein! 235. Wie hoch sind wir denn? 231. Toll. Das heißt, auf dem Rückweg noch ein bisschen Kirschen. Den nicht, den. Oh, scheiße. Egal. Mitnehmen, was wir können. Manchmal so ein Schattenball, Feuerball auf mich zureißt, denke ich mal. Ah, ich brauche Schildreflexion. Schildreflexion ist auch cool. Schon so manchen Magier oder so damals im PvP umgebombt. Seinem eigenen Feuerball. Oder Saat der Verderbnis geht auch. Also lustig, dann plöpp. Selbstgerichtet. Brauchen wir nicht. Brauchen wir denn? Fallstrecker. Garmok. Garmok war, glaube ich, Garmok der Fehler. Das war ein Add-on weiter. Ach, Garmok, ich sehe nicht auch Garmok. Nee. Puh, ich weiß es nicht. Garmok. Ich habe einen Privatserver gesehen, da gibt es die als auswählbare Rasse. Da sind doppelköpfigen die Weibchen. Sieht schon lustig aus, wenn du mit so einem riesen Ogre da durch Black Temple oder so latschst. Vor allem, wer hat dann den Helm auf? Der rechte oder der linke? Interessante Frage. Ups. Tja. Du läufst nicht weg. Was hat der Arme denn? Oh nein. Der Aslan ist tot. Shit. Schnell essen, trinken. So schnell sterbe ich nicht. Aber der hat irgendeine Krankheit, der Arme. Voller Bauchweh war er und ist dahin geschieden. Naja. Immer mal wieder. Unser armer Aslan. Jetzt schütte ich mir mal den Kaffee ein. Was tust du? Oh. Zum Gerüst hochstellen wir bereit. Ich meine, man soll ja sauer auf seine Feinde und sein, bla bla. Und Rache, bla bla, aber direkt angreifen. Dann doch was hart, glaube ich. Okay. Keine Ahnung, was das gerade war. Wahrscheinlich Rache auf schnellem Fuß oder so. Ich will immer die Tasche mit
sie alle aufgehen, aber brauche ich ja gar nicht. Geht ja direkt auf. Was könnten wir dem denn geben? Magst du? Will er nicht. Kuchen? Auch nicht. Ja, ziemlich wählerisch heute. Ein Plätzchen? Bestimmt auch nicht. Pah. Na gut. Hält man schon ein paar Mal und zack, bumm, ist da kein Maler mehr. Wie viele Fische habe ich denn jetzt gegeben? Gefühlt 12 Fische und der hat. Naja, was soll's. Ah, da sind die Vollstrecker auch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ah, guck mal, das Land ist größer geworden und das finde ich dann cool, ein Level Up, ne? Aber das Level Up ist und dass man volles Mana und Leben direkt hat. Das wäre auch kacke, wenn es anders wäre. Das hat einem, also mir schon oft den Arsch gerettet. Hat man dann Situationen, wo man fast tot ist und dann, weil man eine Gruppe gepult hat, einer davon stirbt, dann ein Level abbekommt. Dann denkst du, ein Glück. Ich meine, hier ist Gormok drin. Der Garmok. Gormok. Der Verheerer. Ich hoffe nur, oh, er hat eine krasse Axt. Ich hoffe nur nicht, dass der dann abhaut oder so. Weil das tun die Verheerer, die ja so arg böse und gemein sind, immer gerne. Nein, aber er nicht. Ganz brav. Kein Problem für uns. Der war jetzt 48. Ich meine, ich habe etwas mehr EP für den bekommen als jetzt für die anderen, aber mal gucken. Ah, das mit dem Mana ist furchtbar immer. 1600, ja, 200 EP habe ich mehr bekommen. Oh, geht aber auch noch. Geht auch noch. Kann man sich nicht beschweren. Einfach mal zurücklehnen. Man kann ja eh nichts tun. Ich brauche Sachen mit MP5, glaube ich. Das wäre schon cool. Schau nur mal zu essen. Da ich das jetzt mache, hier essen oder so, sind die Essenssachen alle markiert. Da, ich meine, hier flitzt auch irgendwo ein Silberlied mal rum. Ah, da können wir direkt dann die talggefüllte Drüse mitnehmen, die brauchen wir nämlich auch.
müsste so manche Gegner geben, wo man als Belohnung ein Item findet, was ein Level hochsetzt. Das wäre cool. Verteidigungswerte. Für uns jetzt nicht so toll, aber für die Gangs sehr toll. Ja, weil gab noch eine lange, lange Zeit, wo man da war ich doch, wo man Verteidigungswerte braucht. Wieder kurz angeflitzt, ja. Sehr gut. Das Tolle ist, die hauen wenigstens nicht ab, aber ich meine. Na gut. Aber die haben leider nicht nichts Tolles hier auf dem Server bei. Guck, jetzt ist der am Futtern. Aber viel Leben kriegt er davon nicht zurück. Er kriegt mehr Leben davon zurück, dass ich ihn etwas heile und durch das Geisterband. Aber sonst geht da nicht viel. Da ist noch ein Vollstrecker. Flup. Jetzt die Maus mal bekommen, ehrlich. Schade, dass es mit dem Totschell nicht so gut im PvP funktioniert. Wären doch manche auch wie NPCs. Ich weiß noch, einmal gab es einen Bug, wo ich das gerade mit dem Selbstschaden gelesen hatte. Aus welchen Befehlen? Die Hunter, da gab es ein, boah, hiesiger Schnellfeuer oder so. Das hat ab und zu geprockt. Ich meine, Schnellfeuer hieß das, aber bin mir nicht mehr sicher. Das prockte immer wieder, auch wenn man irgendwo rumsaß. Naja, auf jeden Fall, wenn das geprockt ist, ist immer ein bisschen weiter die Rüstung kaputt gegangen. Die Haltbarkeit. Das war auch scheiße. Saß allerdings an nichts Böses. Lass dich mit irgendwem unterhalten, der gerade daneben sitzt, sag ich mal im Test oder so. Und guckst du nach einer halben Stunde oder noch 2, 3 Stunden. Und dann bist du auf Rot, weil alles kaputt von dir ist. Obwohl du eigentlich nur da rumgesessen hast. Das war ein doofer Bug. Ich glaube, dann. Aber ich meine, der war recht lange drin. Ein paar Wochen auf jeden Fall. Ah, naja. Blizzard ist ja bekannt für seine schnelle Arbeitsweise. Blinkender Schuss. Wirkungsvolle Alt. Okay, das habe ich ja auch noch nicht gelesen. Schulterstück. Okay. Hey. Schlecht. So. Wir machen in der nächsten Folge an dieser Stelle dann weiter. Dann würde ich sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge Let's Play WoW und auf Wiedersehen.
Denkt dran, lasst ein Abo doch da. Kostet nichts. Seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Okay.